in dem Gebet zusammenfassen. Auch im Jahr 2015 hat die Akademie CPH in Gedenken ihrer Namenspatronin den Pirkheimer-Preis verliehen. Am 21. März wurde dazu im Nürnberger Caritas Pirkheimer-Haus ein Festakt abgehalten. Diesmal stand der Preis unter dem Motto Willkommen, Flüchtlinge und Asylsuchende in Nürnberg. Dabei kam es der Jury vor allem darauf an, in der aktuellen Flüchtlingsdebatte ein positives Zeichen zu setzen. Wir fanden es ganz wichtig, dieses Thema in den Fokus zu rücken, weil es eben gegenwärtig aus der öffentlichen Diskussion nicht mehr wegzudenken ist. Es findet sehr viel Diskussion in Medien statt, aber auch in sozialen Medien, in der Öffentlichkeit, in den Kirchen, auf der Straße. Wir haben Bewegungen, die dagegen sind, die gegen die Aufnahme von Flüchtlingen sind, die sehr viel Ressentiment, sehr viel Vorurteile in sich tragen. Wir haben aber auch auf der anderen Seite die Willkommenskultur und Leute, die sich dafür engagieren, die sich für Flüchtlinge engagieren und für eine Willkommenskultur. Und denen wollten wir mehr Raum geben. Wir wollten denen die auszeichnen und ein bisschen mal ins Rampenlicht heben und auch eine Motivation mitgeben, eben weiterzumachen. Ausgezeichnet wurden neben dem Engagement von Einzelpersonen oder bürgerschaftlicher Institutionen auch Berufsgruppen. So konnte sich Dr. Anke Lemmer freuen, die stellvertretend für ihre Initiative zur medizinischen Versorgung von Asylsuchenden in Erlangen geehrt wurde. Als klar wurde, wir werden jetzt eine Dependance für die Erstaufnahmestelle von Zirndorf. Es waren Anfang September eigentlich sehr plötzlich zwei Zelte bei uns am Freibad West mit jeweils 150 Personen als Flüchtlinge und die wollten versorgt werden. Und dann haben wir uns überlegt, dass es sicher sinnvoll ist, vor Ort auch eine hausärztliche Sprechstunde anzubieten und damit haben wir einfach von Anfang an begonnen. Im Anschluss wurden Dekan André Ermani und Erwin Bartsch jeweils für ihren persönlichen Einsatz für Flüchtlinge ausgezeichnet, die sich in ihren Gemeinden in Kadolsburg und Zirndorf mit ihren Mitarbeitern um die vielfältigen Bedürfnisse der Asylsuchenden kümmern. Und wir, evangelische, katholische, bunt gemischt, sahen uns plötzlich in der Rolle, diese Kapelle für ihre eigentliche Bestimmung zu verteidigen. Das heißt, wir übernehmen deren guten und hilfreichen Traditionen. Außerdem erhielt auch der Bürgerverein Aibach-Maiach den Pirkheimer Preis. Um gegen Ressentiments gegenüber Flüchtlingen in seiner Stadt anzukämpfen, hat Vorsitzender Michael Kraus mit seinen Mitstreitern einen Helferkreis gegründet, der die Asylsuchenden in vielerlei Hinsicht unterstützt. Es ging überwiegend darum, wie man das Asylbewerberheim verhindern kann. Und wenn man es nicht verhindern kann, wie man sie so schnell wie möglich wieder los wird. Und dieser negative Duktus hat sich durch die ganze Veranstaltung gezogen. Und am Ende standen wir mit einigen wenigen, die gesagt haben, Mensch, das muss doch anders gehen, da. Und haben gesagt, das ist nicht das Bild, was wir von Aibach, von Maiach nach draußen geben wollen. Wir möchten den Menschen helfen, die dort ankommen. Wir möchten sie unterstützen mit Sachspenden, mit Unterstützung für die Kinder, wenn sie in die Schule kommen, mit Deutschunterricht. Und das sind alles Dinge, die mittlerweile laufen. Eine unserer Helferinnen hat auf unserer ersten Versammlung die Hand gehoben und gesagt, ich mache einen Deutschkurs, einen Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsunterkunft. Und genau das hat sie getan, sehr erfolgreich. Mittlerweile gibt es dort 4 Deutschkurse in unterschiedlichen Schwierigkeits- oder fortgeschrittenen Stufen. Und damit passiert auf eine ehrenamtliche Art und Weise etwas, was der Staat momentan nicht leistet. Für die Preisträger soll die Auszeichnung nicht nur als Bestätigung ihrer Arbeit dienen, sondern auch andere Leute motivieren, sich ebenfalls mit dem Thema Asyl auseinanderzusetzen. Es war wichtig, glaube ich, heute für alle nochmal im Saal zu hören, dass es eben auch anders geht und dass ein Umdenken stattfinden kann. Und dass es einzelne Personen und Gruppen und Ehrenamtliche braucht, die mal was anstoßen und dann können auch andere mitmachen und sehen, das ist eine sinnvolle Arbeit, sowas möchte ich auch tun. Ich finde diese ethisch und religiösen und christlichen Werte haben eigentlich sind die Basis für so eine Arbeit überhaupt. Und das kommt auch bei einer christlichen Regierung nicht immer als erstes dran. Ein Riesenansporn, weiterzumachen, noch mehr Gas zu geben. Und ich hoffe, es bedeutet für Menschen, die bisher vielleicht nur von außen zugeguckt haben, was da im Stadtteil passiert, zu sagen, Mensch, es wird ja doch auch anerkannt, wenn man sich ehrenamtlich engagiert. Da passiert was, man kann was bewirken. Und so ein Preis kann dazu helfen, so ein Gefühl zu transportieren, ich könnte vielleicht auch was machen.
Zuletzt wurde noch das Dankeszeichen der Akademie CPH vergeben. Es zeichnet Institutionen aus, die in enger Verbindung zum Caritas Pirkheimer Haus stehen. Dieses Jahr ging die Auszeichnung an das Down-Syndrom-Infocenter, vertreten durch Cora Halder. Sie fördert mit ihrer Einrichtung die Integration von Menschen mit Down-Syndrom in den Alltag. Denn auch sie sind in unserer Gesellschaft nicht immer willkommen.